Hotelzimmer in Florida bewusstlos aufgefunden. Sofort herbeigerufene Notärzte und Sanitäter versuchten verzweifelt, die 39-jährige Mutter eines 5 Monate alten Babys ins Leben zurückzuholen. Dennis Petermann mit den exklusiven Bildern der vergeblichen Rettungsversuche. Der Notruf kam um 20 vor zwei mittags aus dem Hard Rock Hotel Hollywood in Florida. Die Privatkrankenschwester von Anna Nicole Smith hatte den Notarzt alarmiert. Nur wenige Minuten später entstehen diese Aufnahmen. Sanitäter versuchen, die 39-Jährige wiederzubeleben. Ihr Bodyguard hatte schon auf dem Hotelzimmer mit der Herzmassage angefangen. Und zu diesem Zeitpunkt hoffen die Helfer noch darauf, Anna Nicole Smith retten zu können. Ununterbrochen probieren sie, ihr Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Doch auf der Fahrt ins Krankenhaus haben die Ärzte den Kampf dann anscheinend aufgegeben. Denn von Reanimation ist laut Augenzeugen bei der Ankunft nichts mehr zu sehen. Die Sanitäter haben sie reingeschoben, da war sie schon zugedeckt. Ich glaube, sie war schon tot, als sie hier ankam. 40 Minuten später ist offiziell klar, die Ärzte haben den Kampf um das Leben von Anna Nicole Smith verloren. Das ehemalige Model hatte angeblich einen angeborenen Herzfehler, aber genauso gut könnte ein Cocktail aus Medikamenten und Alkohol sie getötet haben. Angeblich wurden auch Drogen auf ihrem Zimmer gefunden, auch über Selbstmord wird spekuliert. Gerichtsmediziner beginnen heute mit der Obduktion von Anna Nicole Smith Leiche. Noch will sich keiner von ihnen festlegen, wie lange es dauern wird, bis sicher ist, woran und wie Anna Nicole Smith wirklich starb.